Ja, schönen guten Morgen, lieber Rasenfreaks. Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Wir haben heute was ganz, ganz Cooles vor. Und zwar besuchen wir Monkey Man Matthias. Matthias, auch ein Zuschauer meines Kanals, hat dieses Ding hier, diese alte Karre von mir auf meinem Video gesehen. Uraltes Video. Und zwar, ich habe hier mal diesen Sandkarren umgebaut zu einem Rasensander. Und zwar kann man damit getrockneten Quarzsand wunderbar auf den Rasen streuen. Ich habe ja einfach hier in diese Karre Löcher gebohrt, damit hier schön der Sand gleichmäßig rausrieselt. Und dann hier noch so ein Ableitblech. Ich hoffe, das seht ihr jetzt. Hier noch so ein Ableitblech rangeschweißt. Und Matthias hat jetzt das Ding weiterentwickelt. Und ich bin sehr gespannt. Er wird mir das heute vorstellen. Und ihr seid wieder mal dabei. Viel Spaß mit meinem Video. Yeah! So, liebe Rasenfreaks. Wir sind da. Wir sind bei Matthias, dem Monkey Man. Und ich sitze auf einer Monkey. Ist das nicht der absolute Oberhammer? Unglaublich. Eine echte Motorrad-Ikone, Moped-Ikone, wie auch immer. Total cool. Und jetzt schauen wir uns mal hier bei Matthias in der Garage seine Werkstatt an und seine ersten Geräte, die er schon hier verpackt hat. Ich bin sehr gespannt, wie das Gerät funktioniert. Und wir werden gleich mal ein bisschen hier Sand auf den Rasen streuen mit dem Rasenmonkey. Jetzt sind wir hier in der Werkstatt angekommen, beziehungsweise es ist keine Werkstatt, es ist eine Garage. Und wie ihr seht, hat Matthias schon seine Rasenmonkeys fertig verpackt. Also, das allererste, was ich sagen muss: Es gibt einen coolen Aufkleber. Das finde ich ja schon mal mega cool. Ein richtig schöner Aufkleber, den ihr auch hier mitbekommt. Das Allerwichtigste ist natürlich ein Aufkleber. Nein, natürlich nicht. Die Maschine ist wichtig. Kommen wir gleich zu. Ja, also die Monkeys sind verpackt, die Rasenmonkeys. Und wir werden uns jetzt endlich mal so ein Gerät angucken. Da ist er. Der, bitteschön, der Rasenmonkey. Super, super cool. Hier, wie ich das natürlich auch gemacht habe, die schönen großen Löcher und um gleich das absolute Highlight dieser kleinen Maschine zu zeigen, ist die wunderbare Bedienung. Man hat hier oben einen Griff und mit diesem Griff zieht man unten die Löcher auf. Das ist natürlich total cool. Ich habe ja... Ich habe ja bei meinem Streuwagen damals nur so eine Blechschiene draufgelegt und dann mit so einem Benzel weggezogen. Das war mal furchtbar umständlich. Man konnte zwar die Löcher öffnen, aber man konnte nicht mehr schließen. Also wenn man jetzt irgendwo auf ein Hindernis zugefahren ist, dann, dann hatte man ein Problem gehabt. Entweder man kam noch schnell drum rum, sonst ist der ganze Sand rausgerieselt. Und das kann man hier natürlich jetzt fantastisch verhindern, indem man einfach dann die Löcher wieder zugehen lässt. Und natürlich kann man auch in verschiedenen Positionen diesen Griff verriegeln. Hier sind drei Rastpositionen. In der obersten Rastposition sind die Löcher natürlich ganz auf. Und man kann auch in der kleinsten Rastposition, jetzt sage ich mal so, naja, ein Drittel vielleicht, zwei Drittel, drei Drittel. Das kann man natürlich hier über die Einstellschraube noch entsprechend dosieren. Und das sehr, sehr schöne Feature ist, wenn ich dann den Streuwagen geöffnet habe und fahre und ich komme auf ein Hindernis zu, dann brauche ich bloß kurz am Griff zu ziehen und dann ist die Öffnung wieder geschlossen, dann sind die Löcher wieder geschlossen und es rieselt hoffentlich nichts mehr raus. Das ist genau das, was damals bei meinem Sandstreuer gefehlt hat. Und ja, man muss immer nur pfiffig sein und coole Lösungen entwickeln. Und dann kann man solche Dinger verkaufen. Braucht gar nichts tun. Das ist Service hier, ne?
Da wird mir die Schubkarre vollgeladen. Ja, super. Fahr jetzt mal. So, ich fahr jetzt ein paar Runden. Ja, du fahr doch Findest mal. Du schon? Ja, fahr jetzt doch mal. Sieht echt gut aus. Genau. Zack. So. Ja. Ja. Das ist gut. Das ist natürlich echt cool, wenn man so seine eigenen Ideen verwirklicht sieht und wenn jemand das, was man mal angefangen hat, hier weiterentwickelt. Also da bin ich auch überhaupt nicht neidisch, sondern ich finde das total cool, dass der Matthias hier diesen Rasenmonkey erfunden hat, weiterentwickelt hat, eine tolle Bedienung hier installiert hat. Und damit kann man wirklich jetzt sehr schön und sehr gleichmäßig seinen Rasen sanden. Es ist halt ganz wichtig, dass die Grasnarbe trocken ist. Und das beste Mittel, um die Grasnarbe trocken zu halten, ist Sand auf den Rasen zu schmeißen. Wie sage ich so schön immer, Sand geht immer. Sand ist überhaupt das Top-Thema zum Thema Rasenpflege. Sand trocknet, wie gesagt, die Grasnarbe ab. Sand sorgt dafür, dass sich keine Pilze und kein Moos bildet. Und mit Sand kann man letztendlich auch den Boden glätten, also die Unebenheiten ausgleichen. Dazu muss natürlich mehr Sand gestreut werden, damit müsste man halt hier sehr viel öfters rübergehen und dann kann man schön noch den Sand in den Boden einarbeiten. Matthias hat mir gerade verraten, hier an seiner Hausecke hat er so richtig viel Sand draufgehauen und ich habe mir mal jetzt schnell noch einen Spaten besorgt und jetzt schauen wir mal, wie das hier eigentlich aussieht. Der Rasen sieht klasse hier aus, richtig klasse. Wir stechen mal. Hier ein bisschen ganz vorsichtig rein, um auch nicht zu sehr zerstören. Oh, das fühlt sich schon richtig sandig an. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ich glaub's ja nicht. Guckt euch das an hier. Alles nur Sand. Wahnsinn, das ist ja unglaublich. Und was macht der Rasen? Er wächst wie verrückt. Ist doch unfassbar, ne? Unfassbar. Der Rasen wächst auf reinem Sand. Wie verrückt. Das glaubt mir mal keiner. Aber hier, cool. Sehr schön. Ist das nicht schön, wie dieser Sand rieselt? Unglaublich. Ich habe übrigens einen Schlauch angeschlossen. Nein, Quatsch. Mega. Ja, was ich auch sehr schön finde, was Matthias jetzt hier anbietet, ihr kriegt einen Sandsack mit dem Gerät geliefert, um gleich den richtigen Sand zu verwenden, um auch zu sehen, was eigentlich ein guter Sand ist, wie ein guter Sand aussieht. Und deswegen schickt er also hier diesen, diesen herrlichen Sand mit. Und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Quarzsand. Also das finde ich sehr cool. Da weiß man also ganz genau, was muss ich eigentlich für einen Sand verwenden, damit das Gerät auch richtig funktioniert. Und nochmal, ich habe es am Anfang gesagt, der Sand muss rieselfähig sein. Sonst funktioniert das nicht. Also irgendein nasser Sand aus der Sandkuhle funktioniert nicht. Das muss ein gewaschener und getrockneter Quarzsand sein, der richtig schön rieselt. Das ist wichtig. Sonst geht das nicht, das Gerät. So, lieber Rasenfreaks, das war's jetzt hier mit dem Rasenmonkey. Natürlich gibt es ja auch eine richtig schöne Bedienungsanleitung dazu. Das Gerät ist weitestgehend vormontiert. Es gibt eine sehr, sehr schöne, bebilderte und in Folie eingeschweißte Anleitung. Die könnt ihr euch sogar mit so einem kleinen Benzel hier auch in die Werkstatt hängen, wenn ihr mögt. Und es gibt natürlich auch zwei Aufkleber. Aufkleber sind immer cool. Und ja, das zu dem Gerät. Das war's jetzt vom, sag ich es nochmal, vom Monkey Man.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Euer Rasenfreak sagt Tschüss und bis denn. Und täglich rieselt der Sand. Ach, leise, warte mal. Leise rieselt der Sand. Freudig, der Rasenfreak im Land.